Jo, hallo Freunde, ich begrüße euch zu meiner neuen Tipps und Tricks Serie. Wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel gelesen habt, es geht um einen Abstelltisch. Ja, der Papa Morpheus von Frankentrekking hat ja damals diesen Baumtisch quasi erfunden. Den haben ja etliche nachgebaut, genauso auch ich. Ja, da hat eine super Anleitung ins Netz gestellt. An dieser Stelle tut mir echt leid, dass der Volker nichts mehr macht auf seinen Kanal. Warum auch immer, er wird seine Gründe haben. Und natürlich haben den etliche nachgebaut. Und den kann ich auch nach wie vor da mit einer Schnur als Baumtisch verwenden. Video dazu verlinke ich da oben. Ja, dann gibt es in letzter Zeit von der schwarzen Biene diesen Abstelltisch. Alugestell mit einem Fuß. Sieht man fast in jedem Video. Gefällt mir echt gut. Der Hauyard hat einen nachgebaut, eigentlich auf dieselbe Version. Und ich habe mir das Ganze überlegt, hat mir eigentlich ganz gut gefallen und wollte eigentlich auch sowas haben, aber ihr kennt es mir ja, ich bin ja alter Bastler. Und da habe ich überlegt, was habe ich und wie kann ich das am effektivsten nutzen. Also ich habe weder was gegen die schwarze Biene noch gegen einen Hau. Ja. Ich habe zwar den Gedanken von dort mal aufgefasst, aber ich habe weder was gestohlen oder irgendwelche sonstigen Umbauarbeiten. Das Ganze, was ich jetzt sage, ist aus meinem Kopf entsprungen. Ja. Das gibt es nämlich noch nirgends. Gut, fangen wir mal an. Ich habe mein Tischerl, 4 mm, also mein Baumtischerl, ist ein Sperrholzplatten, 4 mm stark, hat fast kein Gewicht nicht. Andere nehmen vielleicht ein Schneidbrettl auch, habe ich ja auch schon verwendet gehabt. Ja, und was mache ich jetzt, dass ich so ein Abstelltischerl draus kriege? Und da habe ich jetzt einen ganz besonderen Trick gefunden. Ein Nachteil, was das Ganze natürlich hat bei diesen Abstelltischerln vom schwarzen Biene und vom Haue, du brauchst einen weichen Boden. Die haben das hauptsächlich erfunden, oder ich wurscht, wer das jetzt war, schwarze Biene, Haue, wer der Erste war mit der Idee, ist mir eigentlich Chimp wie Nudel. Egal, die Ideen sind gut. Die haben das eigentlich für die Hängematten, wenn sie irgendwo schräg sitzen, kannst du das gemütlich anstellen. Ihr seht es eh, in jedem Kanal hat schon jeder so Abstelltischerl. Ich hätte mir es ehrlich gesagt sogar gekauft, aber der Preis ist natürlich nicht ohne. Okay, 50 Euro ist nicht gerade günstig, war mir auch wurscht gewesen, aber dann noch einmal 15 Euro ist Versand, das war dann, nein, habe ich gesagt, nein, das ist mir nicht wert und habe mir mein Käpferl angestrengt und ich zeige euch jetzt, was dabei rausgekommen ist. Mache ihn gleich mal her, dass man was sieht. Ah, jetzt werden manche schon schauen, aha, Dreibeinstativ. Naja, welcher YouTuber hat denn das dabei? Wie viele? Etliche wahrscheinlich, ne? Ich habe da mehrere Löcher drin. Was sagt ihr jetzt dazu? Ha? Ist das was Geiles oder ist das was Geiles? Wie gesagt, meine Idee war, fast jeder der Dreibeinstativ, ich sage gleich dazu, Tischstative funktionieren nicht, es braucht wirklich ein Dreibein, weil das muss ja ein bisschen was anfangen. Auch. Normalerweise den Überstand immer Richtung Fuß stellen, dass da wirklich halten dann, da könnt ihr anziehen wie eine Kuh, man, da passiert nichts. Ist Pipi feinst. Es könnt natürlich, wie ich gemacht habe, mehrere Löcher verwenden. Das könnt ihr auch in der Mitte geben, ist ja auch wurscht. Funktioniert genauso. Dann ist es auch nicht so kippelig vielleicht. Das könnt ihr links und rechts was dafür hinstellen. Kocher, Kaffeehäferl. Kaffee, gute Idee. Schaut dann quasi so aus. Ja? Oder, es nehmt ihr da überhaupt. Da außen ein Loch, habe ich auch schon gemacht. Man kann ja machen, was man will, ist ja vielseitig quasi.
Ja, dann hat man noch mehr Platz. Schaut dann quasi so aus. Und der nächste Futter, was von den Ganzen ist, es ist eigentlich wurscht, was ihr für einen Boden habt. Es ist eigentlich wurscht, ob der Boden abschüssig ist oder sonst was. Ne? Ob ihr das so wo draufstehen wollt, auf einem Baumstamm. Ne? Das ist eigentlich shit egal. Mit eurem Dreibeinstativ könnt ihr das aufstellen, wie ihr es wollt. Ist doch ganz egal. Und ich sage einmal, ich glaube, die Idee kann sich sehen lassen. Ich finde es nicht schlecht. Wer das gerne nachbauen will, kann das gern machen. Ich zeige euch jetzt noch, was man für Teile dazu benötigt, weil ein bisschen was muss man investieren, kostet aber wirklich einen Spott. Wenn einer kein Dreibeinstativ hat, ich kann euch wirklich eins ans Herz legen, das verwende ich seit 2 Jahren mit der Action Cam. Halt 2 Kilo, hat 550 Gramm, glaube ich. Geht auf 1,35 zum Ausziehen. Ist eigentlich ein Videostativ quasi zum Verriegeln und kostet 18 Euro, Freunde. Das ist ein Schaß im Wald. Das ist mein liebstes Stativ, wenn ich mit der Action Cam unterwegs bin. Wie gesagt, das hält bis 2 Kilo. Pipi feinst. So, aber ich muss euch jetzt sagen, was man dazu braucht. Es gibt ein paar Teile, die man dazu kaufen muss. Vielleicht hat es wer daheim. Und zwar, also diese Teile, diese, wo dann die Kamera drauf kommt, habt ihr eh auf jedem Stativ. Wurscht, wie das jetzt ist. Ja? Egal. Es habt da ein Viertel Zoll Windschrauben, wo dann die Kamera drauf kommt und das braucht man, verwenden das weiter. Und zwar gibt es da so auch Schrauben. Ich halte euch gleich mal ein Büdel davon in die Kamera näher. Und zwar ist das so eine Schrauben. Ich verlinke euch das ganze Zeug sowieso unten. Die kostet ca. 8 Euro. Das ist nämlich das Teil, was man auf den Absatz draufschrauben muss. Es gibt 2 verschiedene Varianten, ich zeige euch gleich dann die zweite. Das ist einmal die erste. Ihr braucht nämlich da das Gewind. Das nächste, was ist, es braucht da diese Rändelmurdern. Also, die da quasi. Da sind 2 dabei. Das ist so ein Blitzschuhaufsatz, der kostet 3,50 Euro. Die braucht es allein wegen den Wendelschrauben. Ich habe die noch nirgends allein gesehen. Wenn es irgendwer allein findet, kein Problem, schreibt es unten in die Kommentare. Wie gesagt, waren 3,50 plus die 8, das sind wir ca. auf 12 Euro. Wenn irgendwer das Stativ noch dazu kauft um 18 Euro, seid ihr auf 30 Euro und das habt ihr eigentlich alles pipi-feinst. Okay, so ein Tischerl, ich würde sowieso ein Sperrholz machen, kriegt es bei jedem Baumarkt um ein paar Euro. Das wäre es nämlich, weil dann habt ihr den Andorn quasi. Ich brauche die zweite Murder als Distanz, weil da eigentlich das Gewind zu kurz ist. Dann kommt eigentlich das Brill durch und die zweite Rändelmurdern quasi zum Sichern. Und das war's. Es gibt aber jetzt noch eine zweite Variante, habe ich rausgesucht aus dem großen Fluss, aus dem Gelben, ein Ammer und der Zone halt. Ne? Und zwar geht es da darum, ja, ich weiß bebildert diesmal, dass man das wirklich sieht. Viele haben eine GoPro. Da gibt es diese Halterung, die hat unten den 1/4 Zoll Gewinde, was man dann auch wieder auf ein Gewind vom Stativ aufbringen kann. Die braucht es auf alle Fälle, kostet 2 Euro. Da ist auch schon ein Schrauberl dabei oder ist keins dabei. Weiß ich jetzt nicht, wer ein GoPro hat, hat die Schrauben sowieso daheim. Und auf das drauf kommt dann noch der Aufsatz, den braucht es auch noch dazu. Das heißt, der wird unten fixiert,
dann kommt das Brill durch und mit der Rändelmutter steht halt das Gewinterstickel weiter durchs Brill, könnt ihr notfalls anschneiden und wird mit dem dann gesichert. Das kostet im Endeffekt einmal 4,30 und einmal, haben wir es hinter, und einmal 2 Euro, sind 6 Euro, 7 Euro mit dem Bredel, 10 Euro. Und das habt ihr euch einen Abstelltisch für jedes Gelände, für jede Gelegenheit. Jo, Freunde, ja, die hebe ich dann auf, jetzt bringe ich es gerade davon. Das war es im Endeffekt, das wollte ich euch zeigen. Wie gesagt, das ist kein Angriff auf die schwarze Biene oder sonst irgendwas. Das ist mein Gedankengang zu dem Ganzen. Weil das Baumtischl, ihr wisst es, ich habe das schon urlang und das ist jetzt quasi umfunktioniert worden auf einen Abstelltisch. Nicht mehr und nicht weniger. Wer das nachbauen will, jederzeit. Wie gesagt, von der Dörle die Link gebe ich euch unten rein. Und wenn ihr irgendein anderes Stativ habt, was ihr sowieso wahrscheinlich mit habt, wenn ihr filmen tut, habt ihr es eh dabei. Ja, dann nehmt halt die Kamera runter und das habt ihr Abstelltischl. Gut, in dem Sinne kann ich nur sagen, Spaß, viel Spaß beim Nachbarn. Kann jeder machen, gerne. Hilf jedem gerne, das wisst ihr, das kennt ihr mich. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einmal einen schönen Tag und Servus.